Servus, Notfalljäger, das Update 6.5.5 ist da und es kam deutlich schneller, als ich erwartet hatte. Wir haben mit dem Update die neue Dimension Sakrion bekommen und hier gibt es jetzt dementsprechend die Hinweise. Das heißt, wir haben die Skills von den anderen Vagabunden und mystischen Hexen, die wir uns anschauen können. Und bevor wir das machen, Leute, möchte ich mal eben ganz kurz vielen, vielen Dank sagen. Also es ist momentan gerade ziemlich krass, was auf diesem Channel hier passiert. Viele neue Abos, die hier gerade dazugekommen sind, also das hätte ich mir jetzt im Leben nicht träumen lassen, was hier auf einmal gerade so abgeht. Also erstmal vielen, 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 vielen Dank für den krassen Support, für die Kommentare, für die Bewertung und alles Mögliche, was damit zu tun hat. Also, das ist ja teilweise Wahnsinn, wenn ich da mal gefühlt so ein paar Stunden später irgendwie nochmal auf den Channel gucke, was da alles so auf einmal in der Zeit passiert ist. Also mega, mega, mega fettes Lob an euch und vielen, vielen Dank. Das ist echt eine mega coole Sache, bedeutet mir wirklich viel, was hier passiert. Und das wollte ich auf jeden Fall erstmal im Vorfeld gesagt haben. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns mal Sakrion an. Beziehungsweise Sakrion kennen wir ja schon aus dem Foreshadowing. Und jetzt haben wir die ganze Liste von mystischen Hexen und Vagabunden mit den Skills. Die wir im Ankündigungsvideo schon hatten, werde ich jetzt hier rauslassen. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher das war, den wir gesehen haben. Egal. So, also wir haben den Feuervagabund. Schwingt ein gigantisches Schwert, um Schaden zuzufügen und die Verteidigung des Ziels für 200 zu verringern. Der Angriff fügt entsprechend einem Max HP mehr Schaden zu. Alright. Ist leider vom Typ Abwehr, aber okay. Mit der zweiten Erweckung kriegen die sowieso bessere Stats. Von daher alles gut, alles safe. Greift den Gegner zweimal mit einem Schwert an, um die Angriffskraft des Ziels zwei Runden lang mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% zu verringern und deine HP um 20% des verursachten Schadens wiederherzustellen. Dieser Angriff fügt entsprechend deiner Max HP mehr Schaden zu. Also hier schon ein Buff drin, dass wir schon ein Vamp-Set in dem zweiten Skill drin haben, der auch wieder auf Max HP ausgelegt ist und dann Ruf der Herausforderung provoziert alle Gegner einmal, erhöht deine Verteidigung für 3 Runden und verleiht dir für 3 Runden Immunität. Auch hier sehr, sehr cooler Buff. Wir haben nicht nur den AoE Provoke und den Defense Buff, den es in der normalen Abwehrung schon gab, sondern wir haben jetzt auch 3 Runden Immunität. Wenn du da eben kein Monster hast, was irgendwie mit einem ersten Skill oder sowas oder mit einem passiven strippt, dann hast du sehr, sehr gute Chancen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Eisig denke oder sowas, oder an Tessarion, nee, nicht Tessarion, Elcharion, da eignet sich das wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil die würden entweder die Buffs strippen oder halt in Elcharions Fall nur einen Buff. Das wäre halt nicht so cool, aber in vielen Situationen, gerade auch in RTA zum Beispiel, macht sich das durchaus sehr, sehr gut. AoE Provoke plus Immunität ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ich bin ja, was Provoke angeht, mittlerweile auf dem Sagar-Trip. Also der Feuerbeißen, beziehungsweise nicht Feuerbeißen, sondern Windbeißen, beziehungsweise Windslayer. Das ist für mich momentan absolut der Provoke-King. Ich spiele so gerne mit dem. Mal gucken, also den werde ich mir safe bauen, weil ich gerade schon geguckt habe, welche Vagabunde ich da habe zum Bauen. Also den werde ich mir sicherlich bauen. So, ich glaube, den Wasser hatten wir gesehen, oder war das der... Ne, der Wind war das, genau, weil ich mich jetzt noch an die zwei Passive erinnere. Das heißt, wir machen mit Wasser weiter, schwingt ein gigantisches Schwert, um den Gegner anzugreifen und die Verteidigung des Ziels für 2 Runden zu verringern und für eine Runde mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% zu provozieren. Dieser Angriff fügt entsprechend deiner Max-HP mehr Schaden zu. Single Target Provoke auch in der einen oder anderen Situation durchaus sehr, sehr stark. Und starker Wille passiv, wenn deine HP 30% oder weniger betragen oder du von einem provozierten Ziel angegriffen wirst, wird der Schaden, den du erhältst, um 50% reduziert. Also hier auch Damage-Reduktion. Natürlich, wenn du mit dem zweiten Skill jemanden provokst, der dich dann angreift, kriegst du weniger Damage. Vorausgesetzt, deine HP beträgt 30% oder weniger. Stellt die Survivalität, würde ich es mal nennen,
beziehungsweise das Überleben ein bisschen länger mit aufs Spiel. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, wieder zu healen, kannst du wieder provoken. Also lassen sich bestimmt sehr, sehr schöne und nette Kombis draus machen. So, den hatten wir in dem Foreshadowing-Video gesehen. Deswegen machen wir jetzt mal mit Darion weiter. Bei dem war ich ja sehr gespannt, was sie mit dem gemacht haben. Schwingt ein gigantisches Schwert, um Schaden zuzufügen und die Verteidigung des Ziels für 2 Runden zu verringern. Okay. Ich glaube, das ist der Standard-Skill. Greift den Gegner 2-mal mit einem Schwert an, um die Angriffskraft des Ziels für 2 Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% zu verringern. Und die Angriffsleiste mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% um 10% zu absorbieren. Dieser Angriff fügt entsprechend deiner Max-HP mehr Schaden zu. Alright, also jetzt auch ATK-Balkenabsorption. Alright. Und dein Rittertum-Passiv verringert den Schaden, den andere Verbündete erleiden um 30%, erhöht jedoch den eigenen Schaden um 15%. Also kriegen verbündete Monster 30% weniger Schaden, er aber 15%. Wenn ich das quasi richtig rauslese. Dass er quasi mehr Damage bekommt als seine Verbündeten. Okay. Ja, den baut man trotzdem mit HP, mit Tank. Gerade für Raid 5, ne, für Frontline, hohe Defense, hohe HP, viel Tankiness, dass er nicht gleich down geht. Und ne, dafür ist er ja gebaut worden ursprünglich, für die ganzen Sachen Raid und sowas, weil er eben den Schaden, den eingehenden, reduziert. Muss man mal schauen, ob er jetzt durchaus doch ein bisschen schneller da geht oder nicht. Vielleicht interpretiere ich das mit den 15% aber auch falsch. Aber so wie ich das gerade rauslese, kriegt er halt 15% mehr Schaden im Verhältnis zu den anderen Verbündeten, weil die kriegen halt 30% weniger und er kriegt quasi 50%, also die Hälfte wird ein bisschen runtergesetzt. Ist aber auch dementsprechend in Ordnung, weil auch wenn er 30% weniger Schaden kriegen würde, wäre das schon ein bisschen OP. Weil der hat ja schon dann verbesserte Base-Sets durch die zweite Erweckung. Und wenn er dann noch irgendwie 30% weniger Schaden kriegen würde, dann müsstest du ja keine Ahnung wie lange draufhauen, bis er irgendwann mal down geht. Deswegen finde ich es in Ordnung. Den baut man sowieso tanky. Also gefällt mir bisher ganz gut. Dann Jubel ist es, glaube ich. Dunkelabwehr. Schwingt ein gigantisches Schwert, um Schaden zuzufügen. Ich glaube, das ist der gleiche Skill, der ist nicht angefasst worden. Greift den Gegner mit einem demütigen Schlag an, um das Ziel eine Runde lang zu provozieren. Der Provozieren-Effekt wird um eine Runde erhöht und um bis zu 3 Runden, wenn du den provozierten Gegner angreifst. Dieser Angriff fügt entsprechend deiner Max-HP mehr Schaden zu. Also 3 Runden Provoke, wenn ich einen provozierten Gegner mit dem Skill angreife. Das kann natürlich in so einer Situation auch durchaus sehr, sehr krank sein. Wieder geile Kombos lassen sich ja wieder spielen. Und 3 Runden Provoke, wenn du keinen Cleanser oder sowas hast, dann sieht es ja ein bisschen finster aus. Also, macht sich auch sehr, sehr gut. Wanderer passiv. Verringert die Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer zu erhalten um 50% und verringert die Abklingzeit deiner Fertigkeit jedes Mal, wenn du angegriffen wirst. Erhöht außerdem deine Angriffsleiste um 30%, wenn du von nicht kritischen Treffern angegriffen wirst. Das ist so eine leichte Tendenz zu Susano. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, an sein Buff-Video, da ist es ja dieser klares Wasser-passiver Skill, der ja auch zum einen die Resistance erhöht um 50% und dass er um 30%, glaube ich, waren es, weniger Crits einsteckt. Und jedes Mal, wenn er nicht gecritted angegriffen wird, wird seine Angriffsleiste hochgeschraubt. Und das ist im Grunde eigentlich genau dasselbe. Um 30%, wenn du von nicht kritischen Treffern angegriffen wirst. Das ist natürlich mega, mega cool, weil wenn du eben nicht gecritted wirst, schraubst du hoch, kannst provoken zum einen und dann kannst du, wenn du halt Vio hast, durchaus nochmal angreifen und dann den Provoke bis zu 3 Runden oder auf bis zu 3 Runden verlängern. Und das ist schon sehr, sehr asozial. Aber irgendwie schon geil. Also schon nicht schlecht. Also guckt, dass ihr die Vagabunde euch mal irgendwie holt. Ich habe jetzt schon geguckt. Mit dem Feuer werde ich, glaube ich, anfangen, mir den mal jetzt langsam zu bauen. Es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut bisher. Die Vagabunde.
Dann schauen wir zu den mystischen Hexen rüber. Die haben wir schon gesehen. Jetzt kommen wir zu Megan. So, beschwört Krähen, um gegen anzugreifen und den zwei roten Langen kontinuierlichen Schaden zuzufügen. Ja, okay. Überdeckt den Feind mit Gift, um einen vorteilhaften Effekt zu entfernen, fügt Schaden zu und verhindert, dass das Ziel zwei Runden lang vorteilhafte Effekte erhält. Also Block Beneficial Effects. Hier schon der erste kleine Buff, glaube ich. Oder war das schon vorher so? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich habe Megan bisher nie gespielt. Und Stärkungsspruch erhält die Angriffsleiste aller Verbündeten um 20% und erhöht ihre Angriffskraft und Verteidigung für jeweils zwei Runden. Okay, also die ist immer noch so... Ne? Speedmäßig, First Turn, Angriffsleiste hochschrauben und so weiter und so fort. Man kennt das ja. Ich glaube, der zweite Skill ist ein bisschen gebufft worden. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder war das schon so? Ich weiß es nicht. Dann zur Windhexe. Beschwört Krähen, um dagegen anzugreifen, einen vorteilhaften Effekt mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% zu entfernen und eine Runde lang mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% kontinuierlichen Schaden zuzufügen. Okay. Also, Dot und ein Strip von einem hilfreichen Effekt. Cool. Eifersucht greift alle Feinde mit der Kraft des Neides an, um einen vorteilhaften Effekt mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% zu entfernen und die Verteidigung mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% für zwei Runden zu schwächen. Also nicht nur Single Target Strip, sondern auch AoE Strip. Und Fluch verflucht den Gegner, um seine vorteilhaften Effekte zu entfernen und fügt ihm Schaden zu. Stört danach für jeweils zwei Runden die HP-Erholung des Gegners und verhindert, dass der Gegner vorteilhafte Effekte erhält. Also wir haben mit jedem Skill einen Strip. Ein vorteilhaften Effekt Single Target. Ein vorteilhafter Effekt AoE. Und dann hier nochmal komplett... Single Target, um die kompletten vorteilhaften Effekte zu entfernen. Und alles so nach dem Motto, ich strip dich und block Beneficial Effects. Geil. Mega, mega cool. Auch, glaube ich, ein Kandidat für Eiserner Dungeon zum Beispiel. Ne? Block Beneficial Effects ist ja im einzelnen Dungeon sehr, sehr stark. Dann kommen wir zur Lichthexe. Beschwört Krähen, um Gegner anzugreifen. Alright, eine Runde Colony, nichts Besonderes. Greift alle Feinde mit der Kraft des Neides an und schwächt die Verteidigung für zwei Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% und absorbiert die Angriffsleiste mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% um 20%. Der Effekt wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% aktiviert, wenn der Feind vorteilhafte Effekte hat. Also AoE Deathbreak und absorbiert die Angriffsleiste. Ziemlich nett. Und beschwört einen Kometen, der alle Feinde 3-4 Mal angreift, wobei jeder Treffer 2 Runden lang einen der folgenden Effekte anwendet. Angriffskraft verringern, Angriffsgeschwindigkeit verringern, Wahrscheinlichkeit einen Streichschuss zu erhöhen, vorteilhafte Effekte blockieren. Das durch diesen Angriff besiegte Ziel kann während des Kampfes nicht wiederbelebt werden. Also wenn du strippst, ne, kannst du AoE machen, Debuffs draufhauen und wenn jemand stirbt, kann der nicht wiedergeholt werden. Ripperner. Gefällt mir. Und dann noch die Dunkelheitshexe, Cremebeschwörung, kennen wir ja. Krötengift, überdeckt alle Feinde mit Gift, um ihren vorteilhaften Effekt zu entfernen, fügt Schaden zu und verhindert, dass sie eine Runde lang okay vorteilhafte Effekte erhalten. Und Dornbuschbeschwörung greift alle Feinde 4-mal an, indem Dornenbüsche beschwört werden und fügt 2 Runden lang mit aller Wahrscheinlichkeit von jeweils 60% kontinuierlichen Schaden zu. Der letzte Angriff versetzt sie zusätzlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% für eine Runde in den Schlaf. Auch wieder ziemlich, ziemlich cool. Sleep ist auch sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark für RTA. Also, ihr könnt euch gefasst machen, dass wir ja die eine oder andere neue zweite Erwägung auch in RTA sehen werden. So, zusätzlich wurde die bestehende Fertigkeit der erweckten mystischen Hexe Licht wie folgend gebalanced. Die Werte HP, Attack, Death der mystischen Hexe Licht wurden geändert, um besser zum Typ Angriff zu passen. Die Fertigkeit Kometenbeschwörung wurde geändert. Alles klar, also quasi in das, was wir jetzt quasi haben. Und damit sind wir schon am Ende des Videos mit den Skills
der neuen zweiten Erweckung. Es ist einfach Wahnsinn, was die sich alles einfallen lassen. Ich bin mega hyped. Ich werde mir natürlich hier das ein oder... Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal in meinem Monsterlager schauen, wen ich als erstes hochballern werde. Wen ich da habe, wen ich erwecken kann. Und ich glaube, dass ich mit ihm anfange, weil ich sehr viele Monster von ihm schon da habe. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt ranmachen, um mir schon mal ein paar erste Monster zu beschwören. Und natürlich, Freunde, natürlich... Lassen wir uns das nicht nehmen, dass wir uns den Kollegen hier noch anschauen werden. Das wird dann definitiv auch noch kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Und wie immer die Frage an euch, welches Monster werdet ihr euch bauen? Von den zweiten Erweckungen, die jetzt neu sind, lasst mich auf jeden Fall wissen. Wen findet ihr mega, mega gut? Wen werdet ihr euch bauen? Wer ist jetzt OP eurer Meinung nach? Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Würde mich sehr freuen. Lasst uns mal drüber diskutieren. Dann, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ganz gerne Kommentar und Bewertung da lassen. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer im nächsten Summoners-Video. Macht's gut, later. Bis dahin.